Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Klaus-Agatut, beim Clan Bettis. Ja, ihr habt es schon im Thumbnail gesehen. Er hier oben ist richtig, richtig glücklich. Er grinst über alle Backen hier, denn ich habe alle 5 Bauarbeiter am Start. Das ist natürlich super. Und mein letzter Bauarbeiter, oder mein erster, läuft in einem Tag 16 Stunden aus und dann gibt es so 6, 6, 9, 13 Tage. Also würde in etwa passen. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Ich muss nämlich eine Juwelenkiste aufnehmen. Und das geht natürlich gar nicht. Die muss ich removen. Die muss ich einfach removen. Und das habt ihr bestimmt auch schon gemacht. 343, der nächste Bilder. Also mir ist das schon passiert, dass ich hier tatsächlich mal für so einen Busch oder sowas über 300 Gems ausgegeben habe. Aber mir passiert das natürlich heute nicht. Ich möchte natürlich mein King fertig machen auf Level 42. Ihr seht, ich habe relativ gutes Dunkles, habe nette Truppen am Start und wir haben die Clanspiele noch nicht beendet. Ich habe jetzt wirklich extrem lange heute gewartet, dass wir hier ein bisschen was fertig bekommen und ich muss erstmal schauen, was ich in der Clanburg habe und was ich brauche. Ein davon, zwei davon, da geht was. Ja. Naja, das ist ja schon mal ein bisschen was. Und dann fangen wir mal hinten an. Heldenbuch ist klar, denke ich mal. Wir nehmen die beiden, nehme ich jetzt die beiden Bilder-Potions hier, dass das alles ein bisschen fixer geht. Ah, Rathaus 12 kommt ja. Rathaus 12 kommt ja irgendwann. Und so wie ich das gesehen habe, habe ich kein Truppenbuch. Zauberbuch habe ich 2 Stück. Buildingbuch. Ah, ich kann mich ganz, ganz schlecht entscheiden. Muss ich mal so sagen. Ich nehme erstmal das Building-Buch. Und wir nehmen die Gems hier. Wir nehmen das hier. Das Gems da. Ich glaube, so müsste das eigentlich passen. Ich muss mal gerade gucken. Ja, das passt so. Ich glaube, das passt so. Und ja, jetzt haben wir immer noch keinen Bauarbeiter frei. Aber ja, 70 Gems wieder dabei. Also irgendeiner hat ja mal genölt. Toto, du hast so viele Gems. 10.000, alles gekauft. Nein, alles gesammelt. Und ihr seht, ich habe immer noch keinen Bauarbeiter frei, aber ich mache jetzt einen frei für den King. Ich denke mal, er hier, ja, den habe ich gestern Abend noch angestoßen und den kann ich auf jeden Fall finishen. Das wären 1758 Gems, das sind über, ich weiß gar nicht, wie viel Euro das wären. 500, ja, 1700, wir gehen mal von 1700 aus, also 15, 16 Euro ist das schon wert hier, das können wir ruhig machen, glaube ich. Ich habe den X-Bogen hier auf 5 gestern noch angestartet und dann machen wir den fertig, damit haben wir den Bauarbeiter frei und können jetzt auch den King auf 173.000 bringen, nicht 173, ich gucke nochmal genau nach, ja, ich habe das Heldenbuch, nicht, dass ich da nachher Gems ausgebe. So, ich habe das Heldenbuch, 7 Tage soll er nicht laufen, 1000 Gems weg, jawohl. King auf 42, also es geht hier richtig krass weiter. Road to Max und ich habe einen Bauarbeiter frei. Jetzt bist du dran, Juwelenmine. Also die Gamebox ist erstmal dran. Clanspiele sind rum, die nächsten Clanspiele warten schon wieder. Das seht ihr hier in den Events. 2 Tage, 12 Stunden, sie werden aber letztendlich nicht so schlimm wie die letzten. Da kann ich euch beruhigen, aber ich will nichts spoilern. Ich will nichts spoilern. 30.000, 4 Tage Zeit, 3.000 pro Person. Also ganz easy peasy, denke ich mal, zu machen. Von jedem irgendwo ist da sicherlich was drin. Und jetzt haben wir die Juwelen auch drin. Und schon habe ich fast wieder 10.400. Und ich habe ich habe eine kleine Farm bei mir am Start. Da habe ich heute Abend schon ein bisschen mit geübt. Denn ich habe so ein bisschen Dippen geübt, ein bisschen Queenwalk geübt. Ihr seht das hier, Thorsten auf Palm Beach, auf meine liebe Judith. Tut mir auch leid, aber ich musste üben, Liebste. Und hier ist er mir mal nicht so gelungen. Also Queenwalk, ich übe das im Moment so ein bisschen, wie weit komme ich, wie viele Felder schaffe ich mit meinem King, mit meiner Queen, entschuldigt. Und ich denke, wir greifen trotzdem jetzt mal mit dieser Armee hier an, die habt ihr noch nicht gesehen, bei mir glaube ich jedenfalls. Also ein bisschen Queenwalk, ein Bäcker dabei, den habe ich ja jetzt seit 2 Tagen auch auf Max Level oder seit 3 Tagen. Ein paar Ballons, die gefallen mir nach wie vor gut. Die sind irgendwie für alles gut, die Ballons. Und
Ich habe heute Abend da etliche Dips mitgemacht, auch auf RH11er. Und ja, das passt. Also tausche den Pekka und die Bola gegen meiner und dann hast du ja fast die gleiche Armee, die ich schon so am Start hatte. Und ja, solche Armeen habe ich heute Abend hier tatsächlich, oder solche Bases hier. Ah, der hat natürlich zwei Singles da in der Mitte. Das ist nicht so gut. Ich habe eher Bases zerlegt, die Multi-Infernos haben, aber der hier hat ja, entschuldigt bitte, den muss ich machen, Adler im Bau und die beiden Infernos, ja, Junge, du bist ein Opfer, ey. Okay, du bist ein Opfer, vor allen Dingen mit, na, was haben wir denn da, eine 16er Queen, ja, da können wir hier einfach so mal rein hüppeln, vier Heiler dabei gesetzt, dann ist die Queen schon mal Geschichte. Und na, tut mir leid, ich habe jetzt gedacht, ich krieg ein bisschen stärkeren, aber ihr werdet das gleich miterleben. Wir werden nämlich noch einen Angriff machen mit meiner ganz anderen Armee, habe ich heute Abend bzw. irgendwann mal in irgendeinem Channel habe ich das entdeckt. Und ja, so schlecht ist die Def gar nicht. Muss mal gucken, wo die Queen hingeht. Ah, meine Heiler kriegen gleich Beschuss. Deswegen denke ich mal, können wir, was habe ich in der Clanburg? Ich habe 5 Riesen in der Clanburg. Das wusste ich, oder 6 Riesen sogar. Und setzen wir hier noch ein, zwei Bowler bei. Den King ziehen wir mal hier an der Juwelenbox rein. Und dann, ja, ich denke, ach, die Queen ist da schon durch. Okay, dann sollen wir jetzt hier mein King hier mit den Truppen durchgehen. Und der Packer, ja, der müsste auch gerade gehen. Ja, der Packer geht in jedem Fall auch gerade. Dann nehmen wir hier schon mal 2, 3 Loons rein. Oh, was ist denn da mit dem Warden los? Eieieiei. Was ist da mit dem Warden los? Also hier kommt der Sprung. Gerade noch so gerettet. Und den King muss ich jetzt auch schon zünden. Mal sehen. Da muss die Luftabwehr fallen. Das wäre jetzt ganz schick. Dann kann ich nämlich hier meine... Na, oh. Okay, ich kann hier meine Loons droppen. Und ich muss aber trotzdem hier irgendwo jetzt meinen Heal schon werfen. Eieieiei. Oh, ich habe noch 5 Riesen über. Ei, das ist ja super. Ich habe noch 5 Riesen über. Da lenke ich das Volk hier mal mit ab. Und den Wut. Ich wollte eigentlich tatsächlich alles verpowern hier. Von dieser Armee hier. Meine Queen ist noch in Heilung. Dann, ich heile die Loons durch. Denn meine Queen wird durchhalten. Ja, meine Queen wird durchhalten. Gerade so gepackt. Eieiei. Aber habt ihr es gesehen? Keine schlechte Farmarmee hier. Das werden wir in jedem Fall jetzt locker packen. Und ich habe noch eine zweite Armee am Start. Aber wir machen gleich erstmal the same procedure every day. Nachtdorf. The same procedure every day. Nachtdorf. Aber nur ein Angriff. Ganz, ganz locker. Bleibt gechillt, Leute. Also mein Bauarbeiter da oben. Das war eigentlich Ziel hier. Road to Max 11, ja, ist so ein bisschen so immer wieder mein Motto, vor allen Dingen sowieso mit dem 11er hier. Und Ziel ist eigentlich ein ganz anderes. Ich möchte nämlich mal wieder mit denen hier in den Clan Wars mitmachen. Es wäre nett, wenn mich der Clan hier wieder mal mitnimmt, aber ich muss ein bisschen üben. Heute Abend habe ich schon mal so ein bisschen angefangen mit dieser Armee hier ein bisschen zu üben. Aber ich habe noch eine zweite Armee am Start. Aber wir ziehen erstmal. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich für eine zweite Armee habe. Ich habe diese hier. Und ich brauche einmal für den zweiten Angriff hier Riesenwut. Und dann springen wir einmal ins Nachtdorf hier rein. Naja, ihr seht es, 3 Sterne offen. Mal schauen, was da geht. Da geht in jedem Fall, glaube ich, so ein bisschen besser unsere Erdtruppe hier. Denn es ist ja alles relativ nah bei. Wir nehmen diese hier rein und gucken mal, das Lager hier kriegen wir schon mal weg. Das sind schon mal die ersten Prozente. Das ist nicht schlecht. Und hier hinten kriegen wir auch ein paar Prozente. Ja, das Lager außen ist auch unser. Der Angreifer möchte natürlich... Oh, jetzt habe ich meine Kanonen vergessen. Naja, der Angreifer möchte natürlich, dass wir über diese Flanke kommen hier, beziehungsweise hier ja reingehen. Dann tun wir eben auch letztendlich mal so ein bisschen den Gefallen. Da sind jetzt die beiden
Crusher, aber wir gehen mal mittig mit unseren Truppen hier rein, so ein bisschen gespammt. Anna Maus, Leute, Anna Maus. Das dürft ihr mir ja manchmal auch nicht nachsehen. Das sieht aber noch ganz entspannt aus hier. Der Crusher muss in jedem Fall fallen, beziehungsweise jetzt fällt er von meinen... Ja, okay, er ist von meinem Barbaren gefallen. Ah, das war eine knappe Geschichte. Wo können wir denn jetzt hier noch ein paar Prozente rauskitzeln? Ich glaube, hier hinten aus der Ecke. Hier hinten aus der Ecke? Okay, da lebt der Multimörser noch. Das ist nicht gut für meine Barbaren hier, die den Uhrenturm auch nicht mehr schaffen. Okay, sie schaffen den Uhrenturm nicht mehr. Also, oh, hier unten ist noch was. Ei, da ist der Maskenträger. Ah, der holt uns noch ein paar Prozente. Also, so ein bisschen witzig. Ich habe da heute mal drüber nachgedacht. The same procedure every day hier. Immer die drei Sterne hier zu holen oder die drei Angriffe, die du machen kannst, damit du den Bonus hier kriegst. Jeden Tag das Gleiche. Ah, da könnte sich Supercell vielleicht auch mal ein bisschen was einfallen lassen. Bin ich mal gespannt. Ich werde das mal einreichen als Vorschlag. 46%, das ist verloren. Verloren, nicht mal einen Helden dabei gehabt. Naja, gut. Ist halt Nachtdorf. Ist halt Nachtdorf. Ich kann noch nichts upgraden hier. Ich brauche 2 Mille. Ja, dann machen wir lieber hier im Tagdorf gleich noch einen Angriff. Und dann sehen wir uns mit einem coolen Oldschool-Angriff nochmal wieder. Mein Bob da oben ist nach wie vor am Grinsen. Wir haben 4 Bauarbeiter jetzt noch in Arbeit. Einer, ja, mal sehen. Das wird ein bisschen dauern, aber King geht schon mal. Mal schauen. Okay, ich habe meine zweite Armee am Start. Ich habe hier schon ein paar Friendly Challenges hier gemacht. Ihr seht 52%, 74%. Der Bruce hat mir hier netterweise seine Base zur Verfügung gestellt. Aber ich will nur noch ein bisschen farmen. Ich will noch ein bisschen farmen. Auch mit dieser Armee hier gönnen wir uns mal etwas Dickeres. Also ihr seht hier 22 Hocks, 6 Bowler, Helden am Start und ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen Oldschool hatte ich euch ja angedroht. Ein wenig Oldschool und den könnten wir eigentlich machen. Den können wir eigentlich machen. Was hat er denn da? Multi-Single. Okay, dann gehen wir, ich denke mal, wir gehen gegen den Multi-Inferno hier vor. Ich will mal eben schauen, wo ich hier funneln kann. Ich denke mal hier und hier. Ich gehe jetzt mal mit meinen Riesen da rein und den restlichen Riesen hier. Oh, nein, ich will nicht abbrechen. Junge. Ich will nicht abbrechen. Mann. Jetzt wollte ich ja gerade abbrechen. Das ist natürlich doof. So, die sollen hier jetzt über die Ecke rein. Könnt ihr ruhig mal machen. Ich nehme diese Armee hier jetzt mal so, wie ich sie eben hatte. Adler ist am Start. Wir haben einen Sprungzauber, der hier jetzt in die Mitte gehen soll. Mit dem Wutzauber. Ah, jetzt haben wir natürlich nicht ganz so viel Bowler hier. Aber ich glaube mal, dass... Ist nicht so schlimm. Ich muss nur immer mal gucken, wann ich meinen Worten zünde. Und ich denke mal, wir können hier jetzt schon mal so ein bisschen surgical unsere Hocks reinbringen. So, wir gucken mal, wo die hintippeln. Ja, das sieht noch ganz gut aus. So, dann nehmen wir den Rest mal hier rein. Den von dort, das ist schon mal unser Cleanup hier. Und jetzt habe ich meinen Maus. Zeiger gerade verloren. Ah, nee, doch noch nicht ganz. Okay, ich habe meinen Mauszeiger doch noch nicht ganz verloren. Oh, die gehen jetzt in die Mitte. Okay, dann hüppeln die aber gleich raus. Und dann heile ich die, glaube ich, hier nochmal durch. 2 sind hier noch durch. 2, 3. Boah. Ich habe so ein bisschen den Faden gerade verloren. Wo sind meine Truppen? Ah, hier sind meine Truppen. Okay. Da sind meine Truppen. Dann kann ich die Hocks da nochmal so ein bisschen durchheilen. Und, also auf die Farmtruppe hier funktioniert das. Der hatte aber, glaube ich, auch keine. Hatte er Clanburg? Ich weiß es jetzt gar nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber sieht ganz gut aus hier. Ich bin aktuell auch genau mit so einer Truppe ein bisschen am Üben. Also diesen alten Giant Bowler Hockangriff. Glaube ich, scheint mir ganz gut zu sein. Und ja, ich glaube, es ist ein ganz guter Grund gewesen, meine Riesen zu leveln im nächsten bzw. im Update. Denn ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt im Moment in der Clanburg Riesen gehabt, damit ich Max Riesen dabei habe. Die habe ich noch nicht, die habe ich erst in so ein paar Tagen. Schauen wir gleich mal, wenn der Angriff hier vorbei ist. Ich denke, jo, das war es auch. Ganz nette Ressourcen hier einfach mal so ein bisschen zum Abtesten.
Und wann sind meine Riesen soweit? Ja, 11 Tage. 11 Tage dauert es noch. Ich habe ja das Truppenbuch jetzt eben nicht genommen. Ich habe ja das andere Buch genommen. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. So ein bisschen Update-Status hier. Und der Grinser hier grinst immer noch super. Mal sehen, ob ich den 5. Bob in den nächsten Tagen jetzt am Start kriege. Aber wenn ihr mal durchrechnet, ihr seht das jetzt hier, 19.360 habe ich nur an dunklen. Beim Clanspiele beginnen wieder, Heldenbuch gibt es wieder. Also es gibt reichlich zu tun hier. Bis dahin, euer Toto. Läscht.